Ja, moin. Hier ist wieder der Schattennase Weiß mit einem 9C64er Video. Heute spiele ich was aus dem Input 64er. Das Froschspiel. Das Froschspiel. Und ja, das hat tatsächlich jemand gecrackt. Was man auch, glaube ich, gar nicht brauchte, weil ich meine, es gab sogar eine Funktion bei Input 64, um das Spiel auf Kassette oder Diskette zu speichern. Und einen Trainer, aber ihr kennt ja meine Einstellung zum Trainer. Und wir nehmen mal die deutsche Version. Ja, was glaubt er denn? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich glaube, ich fliege. Weil ich glaube, ich spinne, kann das ja nicht sein. Ja, glaube ich auch, dass du gefährlich lebst. Okay, haben wir jetzt vergeblich gewartet. Und ich kenne das tatsächlich von damals. Also entweder hatte ich die Input-Ausgabe, ne, ich glaube nicht, aber dann hatte irgendein Klassenkamerad von mir die Input 64-Ausgabe. Ah, und schön ist, dass man nicht ganz vom Anfang wieder anfangen muss. Ich meine, wir sind darüber einig, dass es bei Input 64 nie irgendwelche Superhits gab. Aber es gab deutlich schlimmere Spiele. Wenn ich da an die Spiele von Europa denke, ich meine, die Hörspiele von Europa, die sind ja eigentlich ganz gut gewesen. Eigentlich waren die meisten richtig geil. Also von der Produktion her waren die ja super. Von der Produktion waren die Hörspiele von Europa ja deutlich besser als der ganze schäbige Rest. Aber die Computerspiele waren richtig scheiße. Hatte ich nicht den Trainer ausgeschaltet? Da kann man ja vielleicht mal auch irgendwann mal ein Special drüber machen. Ich denke da mal so an den Mr. Venom 1974 zum Beispiel. Wäre das nicht mal eine Idee? Die guten alten Computerspiele von Europa. Weil wenn du das nicht machst, mache ich das früher oder später. Aber mir war die Input 64 irgendwie zu geeky. Irgendwie. Ja, war ganz nett. Aber einerseits zu kaufen bei uns im Laden gab es das nur auf Kassette. Also die Diskettenversion gab es. Also habe ich bei uns im Kiosk. Ja, das ist nett. Ja, super nett. Also die Diskettenversion habe ich bei uns im Kiosk nie gesehen. Zumindest zu den Zeiten, wo es noch eine Kassettenversion davon gab, habe ich auch immer nur die Kassettenversion gesehen. Und ja. Bei mir hat das Kassettendings nie richtig funktioniert. Was aber auch daran lag, dass ich bei meinem C64er so eine braune Datasette hatte, die vom C16, C116 und plus 4 die. Und ja, da gab es wohl eine Serie, die nicht so richtig gut funktioniert hat. Und genau eine aus der Serie hatte ich. Also jetzt habe ich eine richtige Datasette daran, die 1530 und nicht die 1531 mit dem Adapter. Wobei ich mir sagen lassen habe, dass der Adapter richtig teuer ist mittlerweile. Ja, wenigstens einen habe ich davon noch rumfliegen. Wobei ich aber mittlerweile auch so viel 1530 habe. Oder noch andere Datasetten von irgendwelchen Drittherstellern. Dass ich die 1531 ja super
auch nur noch für einen C16 brauche, oder beziehungsweise ich habe ja keinen C16, ich habe ja nur den 116. Ach, Kacke. Naja, super. Ja, das Spiel ist richtig klasse. Und das Problem mit dem C16 oder 116 ist, dass wenn man die Spiele von Diskette laden will, das manchmal nicht hinhaut, wenn man nur 16K hat. Also keine Speichererweiterung da reingefriemelt. Ach, ist das geil. Keine Speichererweiterung da reingefriemelt hat. Dann lädt man das Originalspiel von der Kassette ohne Probleme. Aber wenn man eine gecrackte Version auf Diskette hat, kann das sein, dass die nicht lädt. Oder schon lädt, aber dann nicht läuft. Aber kommt ja auch selber raus. Geil. Das ist auch einer der Gründe, warum ich bis jetzt den C16 oder den 116 nicht in meinen englischen Videos hatte, weil einfach eine scheiß Arbeit ist, die Kassetten-Images auf eine Kassette zurückzuschreiben. Und da kann ich auch jedem nur den Tipp geben, man kann es versuchen mit einem normalen Kassettenrekorder. Das habe ich auf dem 64er probiert und in der Beziehung ist der C64er und der C16 im Prinzip gleich. Also man kann es versuchen mit einem normalen Kassettenrekorder an der Stereoanlage und dann die Soundkarte. Da gibt es Programme für, das funktioniert auch theoretisch. Nur ihr wisst ja, dass die Datasette nie extrem zuverlässig war. Und ich habe halt rausgefunden, dass wenn man die Sachen so auf die Datasette schreibt, also auf einer Kassette aufnimmt, dass es dann nicht zuverlässiger wird durch. Also auf gut Deutsch, wenn es jetzt mit Originalkassetten jedes zweite Mal funktioniert, oder ich sage jetzt mal, so schlimm ist das nicht, das funktioniert jedes dritte, vierte, fünfte, sechste Mal nicht. Ansonsten funktioniert das eigentlich. Wie gesagt, mit Originalkassetten, wenn man das vernünftig, wenn die Kassette vernünftig sauber ist. Und warum spiele ich das jetzt eigentlich? Ja, wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit über Kassetten am Labern bin. Ja, wie gesagt, wenn die Kassette vernünftig sauber ist und alles vernünftig ist, der Tonkopf vernünftig eingestellt ist und alles, dann ist das gar nicht so schlimm. Also, wenn das aber nicht ist, oder wenn man halt Kassetten mit der Stereoanlage aufnimmt, dann funktioniert jedes zweite Mal laden dann schon nicht. Was besonders bei Spielen, die nachladen, weil dann funktioniert nämlich auch jedes zweite Mal nachladen nicht. Und auf dem Commodore-Computer ist das nicht so wie bei beim Schneider oder beim Spektrum, wo die Spiele davon ausgehen, dass da was weiß ich für beschissene Kassettenrekorder angeschlossen sind, sodass das eigentlich immer eine Möglichkeit gibt, nochmal zu versuchen. Nee, beim C64er muss das funktionieren, weil man hat ja die Commodore-Datasette da dran. Und das ist ja zuverlässiger, als wenn man da jeden x-beliebigen Kassettenrekorder dran anschließen kann. Zumindest in der Theorie, in der Praxis. Naja, wie gesagt, wenn das alles vernünftig sauber ist und vernünftiger Zustand und so, dann ist das nicht so schlimm. Nur wenn man das halt mit auf der Stereoanlage aufgenommen hat, ist das meistens nicht so. Weil was ich festgestellt habe, ist nämlich zum Beispiel auch, dass unterschiedliche Kassettenrekorder auch unterschiedlich schnell laufen. Das ist nicht viel, aber gerade bei kopiergeschützten Sachen, ja, das ist mir auf dem Schneider extrem aufgefallen. Gerade bei kopiergeschützten Sachen passiert das dann doch häufiger mal, dass ich blöd bin, dass wenn irgendwas nicht lädt und ich dann das Wave-File, was ich mir da generiert zum Aufnehmen, ich glaube, bei mir muss ich es 10 oder 15% langsamer machen. Dann funktioniert das auf einmal. Jetzt weiß ich nicht, ob mein
Tape-Deck in der falschen Geschwindigkeit läuft oder mein Kassettenlaufwerk in dem Schneider. Aber auf jeden Fall, wenn der nicht lädt, ist das was, was ich immer mal ausprobieren muss. Aber wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, ist, ja, wenn man diese Kassetten richtig aufnehmen will, dann macht man das mit, entweder es gibt irgendeinen Teil, da kann man, glaube ich, dann die Datasette dran anschließen, das ist irgendwas mit einem Microcontroller, und der nimmt das dann auf eine SD-Karte auf. Und da die Dinger handgebaut werden, sind die dementsprechend teuer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen alten PC, und mit alt meine ich wirklich alt, weil der muss einen Druckeranschluss haben, also so eine parallele Schnittstelle. Und der darf nicht schneller als ein Pentium, ich glaube ein langsamer Pentium 3. Also Pentium 2 ist man mit auf der sicheren Seite. Dann braucht man DOS. Also DOS von Windows 98 funktioniert. Weil ich nehme nämlich meinen alten Laptop dafür, ein Pentium 2 233. Und ja, der funktioniert. Und dann hat man ein paralleles Kabel, was hinten in den Druckeranschluss kommt vom PC. Das ist eins von den X1541 Kabeln. Das heißt, normalerweise nimmt man das Kabel um die 1541 an den Druckerport anzuschließen, um dann Disketten rüber kopieren zu können. Dafür habe ich das Kabel auch gekauft, aber es ist halt auch mal wirklich schwer, mal mit Kassetten zu machen. Wie gesagt, man braucht dafür so ein Kabel, einen alten PC mit DOS. Dann steckt man das Kabel in den PC und auf der anderen Seite in den C64er. Dann lädt man von Kassette auf den C64er ein kleines Programm, was dann die Daten auf vom PC empfängt über das Kabel. Und dann hat man auf dem PC ein Programm, PTAP und MTAP heißen die. Ganz, ganz einfache DOS-Programme, also Kommandozeile, nichts mit grafischer Oberfläche oder sowas. Und mit dem einen kann man dann Kassetten aufnehmen, also vom PC auf Kassette. Und mit dem anderen Programm kann man dann halt Kassetten vom 64er auf dem PC überspielen, also einen Tab erstellen. Und ich habe tatsächlich jetzt den ersten Level geschafft. Was das Ganze mit Fröschen zu tun hat, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, und wenn man auf die Methode dann eine Kassette aufnimmt, dann lädt er eigentlich zu 99%, wenn die Kassette und die Datasette in Ordnung sind. Weil das ist, als würde man selber speichern. Ich hatte übrigens damals mit Turbotape weniger Probleme. Ach, da sind jetzt Frösche, okay. Ist eigentlich ganz witzig. Ja, das ist seltsam. Eigentlich ist Turbotape schneller gewesen als jede Schnelllader von irgendeinem kommerziellen Spiel. Und ich hatte auch mit dem Standard-Loader, also dem, der da eingebaut ist, ständig Probleme. Mit Turbotape komischerweise viel weniger Probleme. Frag mich nicht warum. Aber ich hatte eh relativ schnell ein Diskettenlaufwerk und dann habe ich mir das ein oder andere Mastertronic-Spiel noch gekauft. Und das war es dann auch, was ich mit Kassette gemacht habe. Ich glaube, ich hatte ein Voll- oder Medium-Preis-Spiel für ein C64er auf Kassette. Das war, wie heißt das? Mountie Mix Death Ride. Fand ich eigentlich damals ganz nett. War halt blöd, dass man auch da wieder die Tastatur braucht zum Spielen. Ich glaube, man musste eine Gasmaske aufziehen oder sowas. So. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll, jetzt habe ich tatsächlich eine Viertelstunde über Datasetten gelabert. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr genervt und danke fürs Zugucken.